Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come. Und wir bewegen uns auf die Jagd mit dem jungen Herrn Hans Capo. Der wartet auf uns. Das machen wir jetzt. Da rennen wir doch mal direkt hin. Auch wenn er ein schmieriger Lappen ist, trotzdem werden wir mit ihm mal ein bisschen durch die Wälder ziehen. Das ein oder andere Rehchen erlegen. Eventuell lehrt er uns ja auch was für die Jagd. Wer weiß, vielleicht wird's noch mal bester Freund, man weiß es nicht. So, schauen wir mal. Hier, die Pissrinne und Kackrinne, das ist echt ein Highlight, oder? So, Wache, geh weg, sonst muss ich umrennen. Oh, Entschuldigung. Ja, was zum Teufel machst du denn da? Ja, was mache ich denn da? Ich lauf. Gut. Nehmen wir hier links. Schauen wir doch mal, wo der Capo ist. Wollen wir uns mal Übungsplatz treffen? Nee. Wollt ihr uns treffen? Huch, nein, ich will nicht schlafen. Nein! Wollt ihr uns treffen? Wisst ihr das noch? Trifft ihr beim Sonnenaufgang auf dem Vorplatz der oberen Burg? Achso, okay. Dann ist es doch da drin, ne? Ob jeder rein darf. Ne, hier meint er es nicht. Gut, dann gehen wir nochmal hier hinten links. Jump! Jump! So. Ja, ich bin schon wieder ein bisschen müde. Was einfach daran liegt, dass ich gar nicht geschlafen habe. Beziehungsweise nur in diesem rotzverdammten Bett. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Bett ist. Muss ich nur zugeben. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es rausfindet. Vielleicht habe ich es mit deinen aber auch schon gefunden. Man weiß es nicht. So, die obere Burg wird ja wohl das hier sein. Dann nehmen wir nochmal dahin. Ich habe keine Lust, mit diesem blöden Ziegenspinner durch die Gegend zu ziehen. Aber ist das Turnier schon? Kann ich mich noch anmelden? Mal fragen. Wir reden mal mit Herold. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne. Wenn du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Puh. Sollen wir es aber machen? Komm, wir machen es mal. Sicher. Hier, bitte. Ich glaube zwar nicht, dass wir eine Chance haben, wir probieren es trotzdem mal. Heinrich, Skalitz. Gut, ich halte das fest. Und ich muss wissen, welche Waffe du willst. Was nehmen wir denn da? Jagdschwert und Schild? Axt und Schild, Kriegshammer? Ich würde sagen, wir nehmen... Ach komm, wir nehmen nur das Langschwert. Das Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Oh. Gott über dich war. Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Na, das kann ich wahrscheinlich nicht. Aber wir probieren es trotzdem nochmal. Ich bin ein bisschen gespannt gerade. Das war jetzt gar nicht der Plan. Der Plan war eigentlich, die Jagd zu machen. In dieser Runde beweist seinen Mut Pavel, genannt Rehbock, aus der Garnison von Herrn Sebastian vom Berg. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Nein, hol das Schwert raus. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Viel Glück. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Oh Gott, ich bin ganz schön nervös. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Oh ja. Er hat ganz schöne Rüstung an, der Typ. Eieiei. Ja. Jesus. Oh. Hast du jetzt weinen? Warst das schon? Au, 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 das war nicht so gut. Ja, weg, 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 lauf! Okay, warte. Nein. Alter, ich krieg ihn. Ja, wie legen wir das machen? Pass auf.
sehe nicht. Ich habe ihn doch gerade. Ich habe ihn doch fixiert. Oh, das macht mich alle, der macht mich alle. Warte mal. Hast du genug? Jetzt haben wir ihn fixiert. Ist gut. Okay, warte, jetzt haben wir es raus. Warte mal. Fotze! Ja, er wehrt gut ab. Na komm her. Gibst du schon auf? Ich treffe ihn nur einmal, ne? Ah, jetzt aber. Pavel der Rehbock. Okay, es war ganz schlecht von mir, gebe ich zu. Aber ich glaube, der war auch ein bisschen stärker. Was, muss ich mal gegen kämpfen? Der Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Ach so, man kämpft zwei Runden, okay. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Ach du Miste. Ach, komm schon. Ey, das ist echt schwierig. Oder ich bin zu blöd. Ist voll genug. Bringt ihn mal ran zu mir hier. Ah, hier. Okay, jetzt trifft er mich ganz dolle wieder. Bewege ich, glaube ich, nicht. Nicht mal andersweise. Ja, okay, das war's. Scheiße! Ja, das war's. Das war's. Keine Chance, ey. Da muss ich mich noch ein bisschen, da muss ich echt noch ein bisschen üben. Ist das nicht zu knapp? Wenn er sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Ja, ärgerlich, aber naja, man hat es versucht mal, ne? Jo.
Gut, suchen wir den jungen Herrn auf. Mal sehen, wo der ist. Da drüben sehe ich ihn. Schon rumlaufen. Hier bin ich. Und weiter? Du willst jetzt auf die Jagd gehen? Heiliger Bimbam. Komm morgens zu den Ställen wie ein normaler Mensch. Was? Verzeih, Herr. Ich hab's vergessen. Und weiter? Du willst jetzt auf die Jagd gehen? Heiliger Bimbam. Komm morgens zu den Ställen wie ein normaler Mensch. Na gut. Dann kommen wir zu den Ställen wie ein normaler Mensch. Ich wache. Na gut, gucken wir mal. Morgens. Das heißt. Ja. Kein Jäger. So. Ist das früh genug für ihn? Wahrscheinlich. Sehr nervig. Aber das Kämpfen, das muss ich echt mal üben. Da muss ich mal ein bisschen. Vielleicht bin ich auch noch nicht so. Naja. Jetzt bin ich noch ein bisschen zu plump beim Kämpfen. Ich muss noch ein bisschen die Feinheiten noch raushören. Oh mein Gott, meine Energie geht runter. Meine Sattheit ist auch nicht gerade die beste. Besonders zwar bei 100, aber Energie ist ja echt wenig. Das heißt, ich muss, glaube ich, schlafen irgendwie mal. So. Okay. Hunger habe ich auf jeden Fall. Halt. Oh, guck mal, wie müde ich bin. Natürlich ein bisschen schlecht. Ja, ich weiß, ich muss pennen. Aber wo schlafe ich denn am besten? Das ist doch. Das ist noch so ein Lager. Da legen wir uns jetzt einfach pennen. Was soll's? Dann legen wir jetzt richtig lange hin. Erstmal essen wir eine gute Portion da aus diesem Ding da. Und dann. So, Hunger haben wir auf jeden Fall nicht mehr. Nehmen wir alle mit. Will keiner? Dann legen wir es mal hier rein. Schlafen und speichern, das machen wir jetzt einfach mal. Ist doof, aber muss ich leider durch. Ah. Muss mir auf jeden Fall, das muss ich das. Weißt du? Du kannst nicht einfach schlafen, dann schlaf mal 12 Stunden. Zumindest schlafen wir danach nochmal. Jetzt müssen wir Energie mal auffrischen. Okay. Energie dürfte noch gerne ein bisschen mehr steigen. Wir laden uns dann, legen uns gleich nochmal hin. Also wir essen jetzt was und dann legen wir uns nochmal hin. Komfort 30%. Das ist natürlich nicht so ein Highlight, aber immerhin. So. Oh. So, ist hier noch was drin? Nee. Aber es macht doch nichts. Regnet. Wir haben ein bisschen Hunger. So, wollen wir was essen? Wenn wir auch so viele Sachen hier wegschmeißen können, ne? Ja, fast gar nicht mehr zu essen, sehen wir gerade. Mit so viel können wir nicht rumlaufen, wie man sieht. Nein, 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 nein. So. Aber es ist noch nicht spät genug. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Ich muss, glaube ich, nochmal hinlegen. Was liegt denn da? Was haben wir denn nachher hingeschmissen? Hat. Du kannst nicht einschlafen, da du bereits geschlafen hast. Achso. Okay.
Gut, und dann sammeln wir ein paar Sachen oder stehlen ein paar Sachen. Verkaufen erstmal was, bevor wir auf die Jagd gehen. Hat ja auch was. Darf uns nur nicht erwischen lassen. Gehen wir aber hin, glaube ich. Hallöchen, ich bin Fitbini. Kann ich auch einfach hier hinlegen zum Schlafen? Ein Pferdemist? Nee, ne? Nee, das kann man nicht. Wie wir jetzt reden? Verzeih, Herr. Ich hab's vergessen. Und weiter? Du willst. Ja. Natürlich dumm von mir, dass ich vergessen hab, ne? Aber es macht nichts. Ich bin gerade welche am Spielen. Was ist der denn hier? Ist das ein Wirt? Kunisch. Kunisch, den haben wir doch mal. Du hast also überlebt. Na, guck mal. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Hier schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Willst du wieder Schläge? Sei vernünftig. Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Ich könnte dich hier und jetzt töten. Du wieder Schläge? Wenn ich mich nicht irre, war nicht dich es, der Dresche gekriegt hat. Tja, ich. Und jetzt bist du allein hier. Keiner da, der dir den Arsch rettet. Ob das so schlau war? Oh oh. Ich brauch keine Glaub Hilfe. Mir, dich packe ich auch ohne Unterstützung. Ich mach Gulasch aus deinem Gesicht, du Holzfrack. Oh oh. Kämpf ich schon wieder? Nein! Okay, aber ich habe mir ein paar Schläge verpasst. Na, gefällt dir das? Das nennst du kämpfen. So, Kunisch. Also, dünner wie ihn? Und zwar nehmen wir alles von dir, was du hast. Du Spast. Hey, mein Gott, jemand bespielt die Leute. Da ist ein Dieb. Wachen, kommt her, rasch. Da drüben ist ein Dieb. Ja, oh nein. Oh mein Gott, nein. Eine Leiche. Oh oh, das war vielleicht nicht so gut. Wie lange bin ich da jetzt in... Ich hab den Kunisch getötet, das wollte ich gar nicht. Wie kommt man da weg? Ich hab's ja nicht gelesen. Was stand denn da im Kodex? Ich muss kurz durchlesen. Grundlegende Steuerung, Handel falschen, Kampf, Quest, Ruf und Verbrechen. Ruf und Verbrechen. Sämtliche Aktionen haben einfach verraten. Deine Beliebtheit kannst du im Tab Spieler... Partei, mehr anzeigen. Okay, das sieht natürlich nicht gut aus für mich. Da, Verbrechen und Bestrafung. Sämtliche Gesetze werden bestraft, wobei das Strafen von der Schwere verbrennt. Wärst du zum Beispiel beim Stehlen erwischt, musst du eine Strafe zahlen. Und all den Diebeskopierern, ein Mord hingegen zieht eine deutlich schlimmere Strafe sich. Du kennst eine. Wenn dich jemand bei einem Verbrechen beobachtet hat, aber du aber trotzdem nicht erwischt wärst, bist du noch nicht aus dem Schneider. Zeugen erinnern sich an eine Zeit lang an dich und wenn du
zum Ort des Verbrechens zurückkehrst, ist die Chance groß, dass die Wachen immer noch Ausschau halten. Befindest du dich in einer solchen Gefahrenzone, erkennst du dies im Strafsymbol. Wirst du geschnappt, gehen die Wachen entweder sofort zum Angriff über oder sie konfiszieren all deine Beute und bestrafen dich für sämtliche ihnen bekannte Verbrechen. Zu guter Letzt kannst du dich in ein Schicksal fügen und die Gefängnisstrafe ein Vergehen absetzen. Allerdings ist die Zeit, wo du fließt, dein Allgemeinverdienst gerade zuträglich. Am besten vermeidest du Konflikte mit dem Gesetz, indem du eine weiße Weste wählst. Falls dir schwerfällt, sei wenigstens vorsichtig. Lass ihn nicht erwischen und sorge dafür, dass es keine Zeugen gibt. Okay. Geld hat der Kuhn jetzt ja nicht gehabt, das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, wir haben ein paar Sachen, aber das war jetzt nicht so geplant, aber na gut. Ich hoffe, das ist jetzt nicht super ärgerlich. Plündern wollte ich ihn jetzt eigentlich auch nicht, aber das dürfte ich einfach. Die haben mich ja nicht gesehen, also kann es denen ja egal sein. Zum Bäcker, brauchen ein bisschen Brot oder Brötchen. Hi, Händlerin. So, kommt man zum was zu essen? Und leg einen Zahn zu, denn du riechst wirklich nicht gerade gut. Achso, danke. Lass uns handeln. Mach's gut. Also, was hab ich, wie Geld hab ich noch? Okay, pass auf. Ich kaufe mal hier ein bisschen einen süßen Pfannkuchen. Ja, ein bisschen Milch mit. Nee, na, ja, warte mal. Brötchen. Rätsel. Genau. Ware prüfen. Die Milch lassen wir hier. Und dann falschen wir nochmal mit der, oder? Das klappt, weiß ich nicht. Lässt sich was am Preis machen? Ja. Okay. Ich würde dir 7 geben. Einverstanden. Nun, etwas mehr und der Handel steht. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Oh, danke schön. So, mal gucken, was wir essen können hier. Huch, da wollte ich gar nicht hin. So, Nahrung wollte ich. So. Einen leckeren süßen Pfannkuchen. Den hau ich auch noch rein. So. Ich genau, wie wir jetzt hier noch erwischt werden oder nicht. Was ist das für ein Laden hier? Noch ein Bäcker? Guten Tag, wie kann ich helfen? Wollen handeln. Gott behüte dich. Nahrung? Pass mal auf, wir nehmen hier auch nochmal von dir. Oh, die Brezeln sind aber bei dir teuer. Beim Bäcker war es billiger. Uiuiui. Kostet alles ein bisschen mehr bei dir? Na gut. Vielleicht willst du ja was verkaufen, kaufen von mir. Guck mal hier. Hab ich noch irgendwas? Waffen? Den Knüppel muss ich ja behalten. Aber die Axt brauche ich eigentlich. Obwohl, kann man auch gut mit kämpfen vielleicht. Na gut. Dann mit ihm auch mal falschen. Mal gucken, ob wir ein bisschen mehr raushandeln können. Willst du mir Ärger einbrocken? Dreh mir keinen gestohlenen Krempel an. Was? Okay. Woran erkennt er das? Weiß er schon, dass das die Leiche von dem war? Man weiß es nicht. Ist die Frage, ob man lieber nochmal nachlädt.
Anstatt das jetzt alles so zu machen, oder? Macht vielleicht Sinn. Wir laden nochmal nach. Ich glaube nämlich, das ist nicht so gut da, als Mörder rumzulaufen. Vielleicht können wir den Kuhnisch aber auch anders bezirzen. So. Nochmal kurz hier zurückgehen. Ich weiß, das ist blöd. Aber im Endeffekt, ja, ich könnte es natürlich jetzt schneiden, das Video, aber das finde ich irgendwie auch blöd. Ihr sollt schon miterleben, auch meine Fehltritte. Das war ja ein gewaltiger Fehltritt. Aber trotzdem werde ich mit dem Kuhnisch nochmal schnacken. Eventuell haben wir das Glück. Und er gibt uns trotzdem die Kohle. Er ist da gar nicht mehr. Guck mal. Wird Hans kaputt. Und der will auf jeden Fall nichts mit uns zu tun haben. Adam. Da kommt Kuhnisch, oder nicht? Nee. Okay. Ein cooler Name. Felsen heißt er. Hey, Herr Felsen. Guten Tag. Was genau ist in Scarlet geschehen? Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen. Und weil Harad sich zum König hält. Okay. Gut. Wir müssen auf jeden Fall rausfinden. Wir müssen auf jeden Fall rausfinden, wo wir schlafen, ne? Denn so kann es ja nicht weitergehen. Ich kann ja nicht wie so ein Typ immer hier draußen... Ich wasche mich mal. Pickel, die haben keine Namen. Pickel, Felsen, Adam. Ich weiß, was ist echt nicht, wo ich schlafe. Das ist das Problem. Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ja, das kriegen wir hin. Oder bei der Bäckersladen, da holen wir uns noch was. Okay, wer bist du denn? Der alte Ruch. Alter Ruch? Gott sei mit dir. Hallo, Herr Ruch. Gott behüt dich. Okay, also wir holen uns was beim Bäcker. Das war ganz lecker. Hallöchen, hätte gern was gekauft. Guten Abend. Hallöchen. Lass uns handeln. Also wenn wir schon jemanden umbringen, dann machen wir es ordentlich und nicht so. So. Und wir versuchen zu feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Gern? Ja. Achso. Ja? Na komm her. Zeig mir deine. Also, 19 könnte ich zahlen. Ich könnte auch sagen, ich möchte einfach nur 14. Das ist frech. Weil du es bist. Oh, das ist aber eine freche Antwort. Aber würde ich fast einschlagen. Fast. Okay, fast, hat sie gesagt. Also sie geht schon deutlich runter. Pass auf, dann mache ich 14,5 daraus. Das ist Zeitverschwendung. Oh Mann! Jetzt ist mein Ruf verschlechtert. Ja, ich brauche trotzdem Essen. Das ist das Problem. Jetzt wird sie wahrscheinlich nicht mehr mit mir handeln wollen. Ich versuche nochmal zu falschen. Wie es nochmal macht, weiß ich natürlich nicht. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Okay, jetzt ist sie wahrscheinlich ein bisschen fuchsiger. Pass auf, ich gebe dir 13,5. Was sagst du dazu? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja, gemacht. So, ist nicht viel, aber... Ich wusste, wir werden uns einig. Ich hab zwar, der Ruf geht nicht komplett in die Binsen. So, jetzt müssen wir was essen hier. Lecker, 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 lecker. Klack. Lecker. 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 Und? Ein süßer Pfannkuchen. Und noch ein. Zack. So, wir haben recht viel hier. Kann ich hier verdorbene Waren andrehen? Bezahlen die was dafür? Viel Glück. Stimmt nicht, ne, oder? Versuchen es mal, pass mal auf.
Probieren's mal. Ah, tatsächlich. Ist zwar nicht viel, aber man kriegt immer halt ein bisschen Kohle. Und das Zeug ist weg aus unseren Taschen. So, wir müssen jetzt irgendwo pennen. Denn wir brauchen auf jeden Fall. Was ist denn dieses? Tomba. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo schlafen, denn wir brauchen ganz sicherlich ein bisschen Ausgeruhtheit, um auf die Jagd zu gehen. Wo kann ich schlafen? Ich glaube, einfach so mal klingeln? Dann kann man nicht klingeln. So bequem da. Aber ich weiß nicht, vielleicht gehört es ja keinem. Du kannst nicht einschlafen, da du bereits zu lange geschlafen hast. Ach Mist. Ist aber auch noch irgendwie noch nicht so spät. Also, pass auf, wir brauchen Sonnenaufgang. Das wäre ja da, ne? So, machen wir erstmal so. Gucken wir mal. Dieses Spiel, habe ich ja schon erwähnt, wird ein Mammutprojekt. Aber ich werde es so machen, entweder kommt jeden Freitag und Samstag eine neue Folge oder jeden Mittwoch und Freitag. Ich finde Mittwoch und Samstag am besten. Hat man nur so 2 Tage dazwischen, oder? Ich glaube, wir machen das so. Jeden Mittwoch und jeden Samstag kommt eine neue Folge. Das ist eine super Idee. Mein Gott, ist das eine super Idee. Zumindest von diesem Spiel. Andere Spiele kommen natürlich laufend dazwischen, aber das hier auf jeden Fall jeden Mittwoch und jeden Samstag. Super. So. Muss mit der Fackel rumlaufen. Wir haben keine Fackel an. So. Ist ja sonst verboten. Und jetzt suchen wir den guten Mann. Denn die Sonne wird irgendwann aufgehen. Dann sind wir soweit. Wir sollen ihn bei Sonnenaufgang bei den Ställen treffen. Das hat er gesagt. Wir sind schon schnell hier unterwegs, ne? Hup, hup. Ui, da hat sich ein Huhn erschreckt. Ich finde es ja schon ganz cool, dass man auch irgendwie Sachen klauen kann und so. Ist das die Frage? Wenn ich Sachen klaue, weiß der Händler sofort, dass es geklaut ist, oder weiß er das nur, wenn ich dabei gesehen wurde? Das würde mich mal interessieren. Das ist ja interessant zu wissen, ne? Ich meine, eine ist natürlich so, weil ich könnte natürlich die Hederware alle beim, beim Müller abgeben, aber das ist natürlich auch mal blöd dahin zu eiern, ne? Hallo. So. Genau, eine Stunde machen wir jetzt. Die letzte Stunde, das sieht immer so langsam auslaufen lassen. Ist leicht nervig, aber okay. So. So, Sonnenaufgang ist. Wo ist der eitle Fatzke? Wegpacken, oder? Die Fackel? So. Meint er die Stelle da hinten? Was meint er? Guck mal kurz, wo ist. Triff dich mit Herrn Hans beim Sonnenaufgang auf dem Vorplatz der oberen Burg.
verkehrt. Da ist er doch. Dann geritten. Hallöchen, Popöchen, Herr Capone. So, wegen der Jagd. Verzeih, Herr. Ich hab's vergessen. Ich bin hoch erfreut. Hast du ein Pferd? Nein, Herr. Woher sollte jemand wie ich eins haben? Wohl wahr, höchstens ein Karrengaul. Nun, du wirst mir wohl wie ein braver Hund hinterher trotten müssen. In Ordnung. Ganz wie du meinst. Möge Gott über dich wachen. Naja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eins hätte leihen können. Weiß natürlich nicht. Hat er zwei Hunde dabei? Scheint. Ein bisschen nervig. Leihen wäre wahrscheinlich gegangen. Nicht Depp, hab's nicht gemacht. Gut. Ich bin ein bisschen müde, ich habe nicht so viel Energie, wie man sieht. Ich hoffe, es reicht noch für die Jagd. Fallen deine Brust jagen. Ach, könnte ich ihn nicht einfach im Wald killen? Doch niemand rausfinden, dass ich das war. Das ist schade, dass man nicht immer zwischendurch oft speichern kann, sonst würde man verschiedene Sachen ausprobieren können, oder? Killt man ihn mal kurz und dann... Hör zu, Schmied. Wegen der Sache in der Schenke. Ja, Herr. Hanusch hatte recht. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Viel, vornehmer. Aber das heißt nicht, dass du im Recht warst. Du kannst einen Hochgeborenen nicht in seiner Stadt aus der Schenke werfen. Verstanden? Ja, ich war nur... Was? Raus damit! Ich beiße dir schon nicht den Kopf ab. Es ist nur... Als du diese Dinge auf dem Übungsplatz sagtest, Herr... Nun, ich war etwas aufgebracht. Ach, ich reize Grünschnäbel einfach gern. Und du hast mich auch vexiert. Warst frech zu Hauptmann Bernhard und wurdest dafür in seinen Dienst gestellt. Immer wenn ich etwas Leichtsinniges tue, selbst wenn es für meine Ehre ist, sitzt mir Hanusch im Nacken und straft mich. Wie jetzt. Ich wollte niemandem drohen. Das ist alles Schnee von gestern. Verderben wir uns nicht die Jagd. Ist aber nett von ihm. Ist er wirklich so nett? Man weiß es nicht. Okay, wo gehen wir jagen? Wahrscheinlich in einem Waldstück oder so. Hopp dich mal. Ich glaube, damals haben die Leute noch Respekt. Lass uns über etwas anderes sprechen. Okay. Ist das deine erste Jagd? Dieser Art? Ja. Ich gehe jagen, seit ich laufen kann. Wenn du kein völliger Holzkopf bist, lernst du vielleicht etwas. Und wenn du es nicht völlig verbockst, nehme ich dich vielleicht wieder mit. Einen Knecht kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, ich war bereits jagen, aber nicht... Hasen mit Mistgabeln hinterherzurennen, ist nicht jagen. Sieh zu und lerne. Ich werde mein Bestes geben, Herr. Ein bisschen hochnäsig ist der gute Mann schon. Aber er kann sich's ja auch erlauben. Ich wollte dich etwas über Scarlets fragen. Ich weiß nicht, ob... Herr, ich weiß nicht, ob das ein passendes Thema für einen Jagdausflug ist. Noch jagen wir nicht. Ich möchte etwas von jemandem erfahren, der wirklich dort war. Die Kumanen griffen Scarlets an und... Alle, die nicht flohen? Das sagen sie alle. Ich möchte genaueres wissen. Ist das wirklich nötig, Herr? Wieder eine Diskussion mit dem Adel? Du scheinst ein kleiner Rebell zu sein. Nein, keineswegs, Herr. Es ist nur... Also, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Verstehe. Also muss ich dich zuerst abfüllen. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Dann finden wir es heraus. Es gibt da ein nettes Plätzchen nördlich von hier. Dort schlagen wir unser Lager auf und du kannst mir alles erzählen. Wie du wünschst, Herr.
Und nicht trödeln. Versuchen wir vor Einbruch der Nacht dorthin zu gelangen. Nicht trödeln. Erinnere mich an den Harry Potter Film. Nicht bummeln. Nicht bummeln, wo sie hoch in den Turm gehen. Beziehungsweise zu den Schlafstätten. So, wir laufen mal so ein bisschen weit, wie man sieht. Unsere Energie ist noch so kacke wie vorher. Aber vielleicht können wir was jagen und was essen. Vielleicht zeigt er mir das ja. Ich weiß noch gar nicht, wo wir jetzt hineiern, aber es scheint weit weg zu sein. Ich bin gespannt. Es macht mir Spaß, da zu schauen, was da passiert. Folge Herrn Hans. So, mache ich. Na, guck mal hier. Hier ist unser Lager. Hier schlagen wir das Lager auf. Okay. Na, guck mal, da ist ja schon alles. Das ist doch super. Da liegt ja schon alles vorbereitet. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas aufbauen. Muss ich gar nicht. Ich habe einen Pilz auf hier. Für ein leckeres Süppchen vielleicht. Hol mir Wein und Speck aus der Satteltasche. Mach ich, will mal kurz was in den Topf geben. Und zwar. Oh, kann ich nur Äpfel rein? Tu noch mal ein paar Äpfel rein. So. Aus den Satteltaschen, das fährt jetzt ja unten, ne? Dann machen wir das mal. Wein und Speck, ist auch geil. Du hast Speck erhalten. Du hast Wein erhalten, okay. Gut. Schon dabei, Herr. Na, endlich. Na, wie gefällt dir der Jagdausflug? Gut, aber bis jetzt haben wir noch nichts gejagt. Das spielt keine Rolle. Jagen ist ein Zeitvertreib. Das Wichtigste ist, eine Zeit lang aus Ratei rauszukommen. Ständig Hanus Lektionen zu lauschen, treibt jeden in den Wahnsinn. Was mit deinen Eltern? Wie kommt es, dass Hanusch sich um dich kümmert? Also erstens kümmert Hanusch sich nicht um mich. Ich bin kein Kleinkindbübchen. Hanusch verwaltet lediglich meinen Besitz, bis ich erwachsen bin. Wann wird das sein? Was soll das heißen? Nichts. So war das nicht gemeint. Ich meine, du kommst mir schon sehr erwachsen vorher. Schwer zu sagen. Vor seinem Tod stellte mein Vater einen Rat aus Adligen zusammen, um das zu entscheiden. Nur haben die keine Lust, durchs halbe Land zu reisen, um das Anrecht eines Jünglings zu bewerten. Unter normalen Umständen wäre das nicht notwendig. Der König würde das entscheiden, aber... Der König ist fort. Genau. Womit vertreibst du dir sonst die Zeit? Wenn du erlaubst, Herr, was tut ein Adliger wie du den ganzen Tag? Als ich klein war, langweilte ich mich schrecklich, das sage ich dir. Ständig klebten mir Höflinge und Lehrer an den Fersen. Nun verbringe ich die meiste Zeit damit, von Hanusch zu lernen. Regieren ist kein Spaß, zumindest meistens nicht. Erst letzte Woche musste ich den Beschwerden meiner Untergebenen lauschen. Aber das kann durchaus spannend sein, oder? Mein Herr, der Ochse da entleert seinen Kackeimer auf meinem Hof. Und Herr, die alte Hexe hat meine Kuh verzaubert. Und Herr, mein Weib treibt es mit dem halben Dorf. Wie eine Schafherde, ständig am Blöken. Selbst studieren ist interessanter. Was werden wir jetzt machen? Was werden wir jagen? Kumanen. Was? Kumanen? Aber... Wenn du dich sehen könntest. Vollends Schwarze. Wir werden sehen, aber ich hätte gerne einen Keiler. Zumindest einen. Und ein paar Hasen, hm? Aber was ist mit dir? Zuvor konnte ich dir kein Wort entlocken, doch jetzt ist deine Zunge gelockert. Also erzähl mir von Scarlets. Wie ich hörte, hatte Sigismund 100 Banner. Oh, komm, wir reden mal drüber. Ich weiß nicht, Herr. Ich hatte nicht die Zeit, sie zu zählen. Meine Eltern wurden beide in Scarlets getötet.
vor meinen Augen. Die Kumanen schlachteten meine Freunde und Nachbarn ab. Und es grenzte an ein Wunder, dass ich entkam. Das tut mir leid. Aber sag mir eins, in der Schenke hört man das. Siegesmund auf einem Drachenritt? Die Kumanen Hörner und Hufe haben? Verzeih mir, Herr, aber für mich ist Scarlets keine Abenteuergeschichte, die man in der Schenke erzählt. Schon gut. Ich verstehe. Ach, wie dem auch sei. Heute ist es sowieso zu spät. Aber morgen brechen wir bei Sonnenaufgang auf. Verstanden? Ja. Cool. Gibt es zu essen für mich auch? Naja, ich werde auf jeden Fall was... Na wohl, warten wir noch mit dem Essen. Morgen früh. Er fordert erstmal was, ein bisschen Speck. Einfach mal ein Stück Speck ist er da. Guck das an. Also wir gehen schlafen. Aber wo können wir schlafen? Wo dürfen wir schlafen, ist die Frage. In der kleinen Hütte hier dürfen wir wahrscheinlich nicht schlafen. Das ist schon sein Schlafplatz. Obwohl, die sehen alle gleich aus, ne? Komm, wir machen das hier. Legen wir uns mal pennen. Sonnenaufgang, hat er gesagt, ne? Gut. Kriegen wir jetzt wieder Energie, hoffe ich zumindest. Ist auch krass, dass man das alles im Auge behalten muss eigentlich. Denn, ja. Ist ja schon viel, was man im Auge behalten muss. Man muss die Gesundheit im Auge behalten, die Energie, die Sattheit und alles so Sachen. Also einfach mal in die Wildnis laufen ohne Proviant und so, ist natürlich sehr dumm. Aber 75% Energie ist, glaube ich, recht gut. Glaube ich. Hoffe ich. Doch, müsste eigentlich, ne? So. Hat der Hund neben mir geschlafen? Ja, yeah, okay. Schläft noch. Die Hunde pennen auch. Das heißt, wir können was essen. Und sind satt. So. Na gut, gucken wir uns noch ein bisschen hier um, was es hier noch so gibt. Kann man sich hinsetzen. Das ist eine Truhe. Komm auf. Ach, guck mal, was alles drin ist. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist alles seins? Nee, ne? Nimm das alles mit. Oh, warte mal. War das clever, das alles mitzunehmen? Denn ich glaube, ich... Ne, noch habe ich kein Übergewicht, aber es ist trotzdem nicht so clever, alles mitzunehmen. Na, ein... Wir gucken mal, welchen Bogen wir brauchen. Das ist auch was anderes ist. Aber ein bisschen was brauchen wir ja. Also wenn wir nachher Kaninchen mitnehmen sollten oder sowas, muss natürlich auch alles getragen werden. Gucken wir mal, was kochen können hier. Pass mal auf. Testen wir mal. Gegenstand kochen. Hier so ein Schirmling. Noch ein Schirmling. Augen erhalten. Das hier. Weggegeben. Was kriegen wir wieder? Die kochte Apfel. Das ist doch cool. Ich weiß nicht, was das bringt, aber vielleicht kriegt man schon ein bisschen mehr Essen. Also wir können jetzt nicht alles machen. Dann halten sie wahrscheinlich nicht so lange. So. Gucken wir, wie viel Satz sind wir? Satzheit haben wir 70. Ich guck mal, was die so kostet, wie viel Energie die so geben. 3, okay. Gekochter Schirmling gibt mir nochmal 2. Okay, Satzheit ist also relativ... Hier ist Dörrfleisch, da kriegen wir bestimmt ein bisschen was, wenn wir einen davon essen. Boah, guck es an. Ist doch nicht schlecht. So, jetzt haben wir es voll gemacht. So ein bisschen verleibe ich mir auch noch einen. So. Okay. Überfressen, du hast zu viel gegessen. Das wird eine Zeit lang keinen Hunger bekommen. Aber schwierig und behäbig, bis du alles verdaut hast. Ach man, das war ja dumm. Ich habe mich wie so ein Schwein überfressen. Das war natürlich beschwert. Wie im echten Leben halt, ne? Wie im echten Leben. Gut. Kann man ihn wecken? Oder ist das noch zu früh? Ja. Aufwachen. Zeit aufzubrechen. Bist du verrückt? Es ist noch dunkel. Ich dachte, wir wollten früh aufstehen, Herr. Früh bedeutet bei den ersten Sonnenstrahlen. Sonne, du Tölpel. Oh. Soll ich mir etwa im Stockdunkeln den Hals brechen? Schlaf weiter, verflucht. Alles Gute. Okay, das war ein bisschen dumm von mir.
Er legt sich wieder hin. Gut, dann bis auf dem. Ach, noch eine Stunde weiter halt. So. Boah, das zieht sich immer so. Kann das nicht schneller gehen, ehrlich? Die letzte Stunde kann man doch genauso schnell machen, oder nicht? Muss die so langsam sein? Macht das Sinn? Eigentlich nicht. Ich pack ja immer noch den Sack. Na gut. Gucken wir mal, welchen Bogen wir nutzen können. Pass mal auf. Na, Waffen da. Rustikaler Bogen, Haselnussbogen. Nehmen wir den. Und dazu nehmen wir Langstreckenpfeil. Jagdpfeile. Gut. Da wacht er auf, der gute Mann. Die essen Sonnenstrahlen. Wenn sie wollen, können sie hier aus dem Topf essen. So, hier hat er ihn hin. Hallöchen, Herr Capone. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Ja, was wohl? Wollen jagen? Herr? Nicht jetzt, Schmied. Spar dir das für morgen auf. Lebe wohl. Okay. Er denkt wahrscheinlich noch, es ist der Tag vorher. Müssen wir kurz warten, bis der hier so ein bisschen sich bewegt hat. Jetzt kommt er von mir. Worauf wartest du? Dein Herr will auf die Jagd gehen. Ja, super. Ja, wirklich? Ein solch namenhafter Jäger benötigt Hilfe? Du würdest jene über dir doch nicht verspotten, oder? Oh, keineswegs, ehrenwerter Herr. Nun gut, lass uns spielen, Bauer. Wir treffen uns hier mittags wieder. Wer die meisten Hasen hat, gewinnt. Oh, und falls du keinen Bogen hast, im Lager steht eine Kiste mit alter Jagdausrüstung. Du kannst dich gern bedienen. Ja, hab ich schon. Schließlich macht es keinen Spaß, einen armen Tor zu schlagen, der keine Chance hat. Selbstverständlich, Herr Hans. Bald wird dir das Lachen schon noch vergehen. Und jetzt dreh mir für ein Weilchen den Rücken zu. Ich kenne ein paar gute Plätzchen und will nicht, dass du sie mir wegnimmst. Na gut, wir müssen auch irgendwie jagen gehen. Misst dich mit den Hans in der Hasenjagd. Okay, ein bisschen gucken. Weiß ja gar nicht mehr, wie viele Hasen soll ich denn haben. Ich hab nicht mal einen gesehen hier. Da gibt's ein paar Pilze. Mal den Bogen raus. Guck mal auf die Karte kurz. Okay, man kann hier wahrscheinlich überall irgendwie Hasen finden. Wenn wir hier rumgehen. Aber wenn ich schon hier bin, nehmen wir gleich diese Pilze mal mit hier. Hier können wir lecker kochen. Und dann gibt es auch was Leckeres. Da ist ein Hase da hinten. Da krabbelt er längs. Oder hüpft. Krabbelt ja nicht so ein Hase, ne? Okay. Alter, ich krieg nicht mal gezielt hier. Haben sie nicht entdecken, das kleine Hasenviech. Oh Mist, bin zu hoch. Ich sag mal, wie soll man sie denn treffen? Fall wieder einsammeln. Okay, das war gar nicht so schlecht. Alter Schwede, bin ich schlecht. Gleicher Hase. Jagdfall. Wieder einsammeln. Oh, beißt sich dran. Ach Mist.
Aber ganz ehrlich, das ist hammer schwer zu treffen. Kommt noch einer angedackelt da. Wenn wir sitzen. Da. Da war er. Yes! Oh Mist, warte. Oh Mist. Yes! Okay, jetzt haben wir schon mal zwei Hasen erwischt. Die nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Den Pfeil natürlich auch. Guck mal, der muss sogar, der ist so getroffen, der muss sogar stehen bleiben. Okay, wir können auch ein bisschen was tragen, können wir ja noch. Krass! So, haben wir schon mal zwei Hasen erwischt, ey, ganz ehrlich. Ach so, die bleiben so liegen, okay. Lass mal weiter gucken. Wie spät ist denn das jetzt? Oh, auf die Uhr gucken. Ist jetzt okay, wir haben noch ein bisschen Zeit bis mittags. Aber ganz ehrlich, das ist sau schwer zu treffen, finde ich. Nur ansatzweise cool. Zwischendurch sammle ich mal die ganzen Pilze noch mal ein. Das ist vielleicht immer ganz gut. Aber es war natürlich ganz gut, dass die Hasen an diesem Ding da hängen, festhängen. Und da ist noch ein Hase da oben. Der läuft aber weg. Oh, der war fast. Zack, da haben wir ihn. Ja, komm zu mir. Halt, wo willst du hin? Okay, hab ich erst genommen. Das ist auch echt mit dem. Das ist gar nicht so leicht, weil. Die Pfeile muss man auch immer wieder einsammeln. Ich weiß nicht, wie Pfeile ich noch hab jetzt. Jagdpfeile noch 21 Stück, okay. Ich sehe die auch so schwer, sonst würde ich die alle wieder einsammeln. Aber man sieht die auch so schwierig, also sie sind wirklich schwierig zu entdecken. Oh, das war dicht dran. Aber dicht ist natürlich nur dicht, ne? Ach komm schon, ich hab mich gesehen, der Affe. Ich will ja gar nicht spurten. Oh, das ist ein enges Ding. Mist. Gibt's doch eigentlich kein Sekt. Guck mal, das ganze Hasenfeld. Ach komm. Ach komm schon. Da. Ey, ich hab die auch hier hingeschossen, die Pfeile, und ich sehe die einfach nicht. Da ist ein Pfeiler. Geh mal mit.
Da ist ein Kaninchen, das hat den Pfeil noch drin. Ist doch gerade eben hier runtergerannt oder bin ich blind? Pfeile haben wir noch? 16 Stück, naja, das geht ja nicht, ne? Wie spät war das? Okay, haben wir noch Zeit. Okay, hier bringt uns gar nichts. So, gehen wir noch ein bisschen rum hier. Da waren ja schon ein paar Hasen mehr, aber... Ich muss eine andere Stelle aus. Wo wir ein paar Häschen fangen können. Deckt die auch nicht alle gleich so. Das ist ja auch noch genau mal dazu. Aber. Da. Nicht schön gelaufen von mir. Natürlich ganz clever. Okay. Okay. Auch dumm. Alter. Ein Stück treffe ich die. Ich bin immer so dicht dran, aber... Sollen wir euch verarschen? Okay. Muss noch einen Punkt auf dem Bildschirm machen. Okay, jetzt war auch dumm, jetzt durchzuschießen. Jetzt habe ich auch wieder hammer viele Pfeile verballert. 8 Pfeile haben wir noch. Ach man, das ist doch nervig. Das ist wirklich nervig. Also ich glaube, ich muss noch dichter rankommen, um besser zielen zu können, weil dieses... Ich meine, die Entfernung, die ich jetzt hatte, die ist jetzt auch nicht so gewaltig, aber ich... Ich bin zu blöd zum Treffen. Man braucht auch so einen kleinen Punkt irgendwie, aber ich glaube, das muss man sich... Wie man kämpfen muss, muss man sich antrainieren. Dass man so ungefähr weiß, wo man hinschießen muss. Alter, dann schieße ich auch voll daneben. Schau, ich darf keinen Pfeil wiederfinden. Anscheinend nicht. Den Hasen kann ich wiederfinden. Und der sitzt da auch noch. Mann! Das gibt's doch gar nicht. Wieso treffe ich den nicht? Der sitzt doch genau da. Ey, das ist doch bescheuert. Das gibt's doch gar nicht. Ganz ehrlich, das gibt's doch gar nicht. Diese bekackten Hasen, ey. Jetzt nervt mich das schon so ein bisschen. Nervt mich schon. Ich könnte gut noch ein paar Hasen erschießen, aber bei meinem Zielwasser wird das nicht mehr heute. Noch 4 Pfeile habe ich. Ich will gut noch ein paar finden. Naja, er wird mich wahrscheinlich vorführen. Er wird wahrscheinlich genug Hasen haben. Wie 20 Stück oder so. Ich habe gar nichts. Ist das blöd.
Ist das blöd. Bin ja froh, dass ich ein paar Hasen jeweils getroffen habe. Das wäre natürlich cool, noch ein paar mehr zu haben. Hier laufen echt keine mehr rum, ne? Vielleicht gehen wir mal kurz zum Lager zurück. Wo ist das Lager? Ja. Aber da könnte man ja vielleicht nochmal... Gibt es da noch ein paar Pfeile, die ich noch rausnehmen kann? Kann ja sein. Die sind ja wieder hier reingesteckt worden. Wahrscheinlich aber eher nicht, ne? Ich habe mich aber irgendwie verlaufen, glaube ich. Na, ich glaube, das ist das Lager, ne? Ich bin nicht verlaufen. Steht da ein Pferd? Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Alter! Was ist das denn? Da, was ist das? Da aus dem Viech direkt hier im Lager. Wo kann ich weglaufen? Wie cool ist das denn? Gut, wir gucken nochmal nach ein paar Hasen. Wir haben ja noch 4 Pfeile. Schaffen wir es ja damit noch, 1-2 Hasen zu erwischen. Wie spät ist es? Wir müssen, ja, ich glaube, ich habe gleich gar nicht so viel Lust, noch weiter zu jagen. Wir machen gleich mal Schluss mit unseren Hasen und dann gucken wir mal. Ich schieße die 4 Pfeile auf jeden Fall noch. Wenn ich noch irgendwie einen Hasen finde, hier rumtorkelt. Das wäre natürlich wunderbar. Aber, sieht so aus. Ich schleiche mal ein bisschen. Komm, die kleinen Bunnies. Muss vielleicht mal woanders hingehen. Ja, hier im Dickicht werden wir wahrscheinlich höchstens rausjagen, aber wohl keine. Gibt es nicht irgendwie so ein Hasenloch, wo die einfach rauskommen und ich kann immer direkt draufhalten? Das wäre doch super. Okay, wir machen uns auf den Rückweg. Und bummel die Zeit dann ab da, um zu sehen, was der Herr Capone, der El Capone, Herr Hans Capone, das den ich schon erschossen habe, ne? Okay. Den können wir nicht nochmal plündern. Ja, ich weiß, ich wollte auch nur rüberhopsen, aber nicht mal das kann ich. Nicht mal das kann ich da rüberhopsen. Schon ziemlich cool, dass wir den Hasen da im Lager abgeschossen haben. Das ist aber schon lässig. So, wir gehen mal hier rüber. Und dann gehen wir gleich zurück zum Lager. Hier bewegt sich leider auch überhaupt nichts. Ich sehe zumindest nichts, was sich bewegt. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber... gehört ja irgendwie dazu. So, dann gehen wir hoch. Dann lassen wir das halt. Warte mal. Ich versuche mal hier oben mein Glück. Einfach weiß ja nicht, wo er hingelaufen ist. Aber vielleicht haben wir ja Glück und hier oben sind auch noch ein paar Hasen. Er sagt ja, er kennt ein paar gute Plätzchen. Vielleicht haben wir Glück, dass wir hier auch ein paar Plätzchen finden. Naja, sieht hier nicht nur nach Hasen aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Da. Den laufen wir mal hinterher und versuchen den nochmal abzuschießen. Von hinten. Das heißt natürlich besser.
Yes! Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Hasen. Mal gucken. Gerade sehe ich zwar keinen, aber wer weiß. Da hinten hoppelt noch einer. Ich sehe den. Kleinen Lauscher. Auf uns zugelaufen, der gute Hase. So, den haben wir auch. Ja, da steckt der Pfeil drin. Das ist witzig, ne? Steckt der Pfeil drin, aber zeigt ihn mir nicht an. Aber wir haben noch 4 Pfeile. Da sind immer noch ein paar Hasen jagen. Da hinten ist noch einer. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Denn es ist jetzt, warte. Oh, es ist bald 12, wir müssen gleich zurück. Aber wir suchen noch den ein, zwei Hasen, nehmen wir noch hier mit. Mist. Das ist auch dumm, jetzt nochmal hinterher zu schießen. Den Pfeil finde ich eh nicht mehr wieder hier, oder? Da ist er. Oh, komm schon. Haben wir ihn erwischt? Wie gut sind wir denn? Ah, okay. Gut sind wir eigentlich nicht, aber den haben wir trotzdem erwischt. Okay, ihr seht, bin ich langsam überladen. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig viel. Aber wir müssen auch zurück. Also, laufen wir zurück. Haben wir doch schon einiges. Also jetzt haben wir doch genug. Also, das ist genug, aber wir haben doch schon einiges an Häschen hier gefunden. Oh, da ist noch einer. Kriegen wir hier auch noch? Hä? Was ist denn da los? Habe ich keinen Jagdpfeil mehr? Ne, habe ich nicht mehr, tatsächlich. Einen Jagdpfeil habe ich da noch. Den nutzen wir doch dafür. Oh nein! Och, komm schon. Das hättest du mir doch gönnen können, das Ding. Komm, nur mit dem Jagdpfeil. Mal ausrüsten, dass nur einer der letzte ist. Ach komm, das war doch wieder so dicht, ey. Mann, ich will jetzt diesen einen Pfeil noch in irgend so ein Kaninchen stecken, ey. Da ist er.
So. Danke sehr. Okay. Packen wir nochmal. Jetzt gehen wir aber wirklich zurück. Es sei denn, es kreuzt noch einmal ein Hase unseren Weg, aber ich glaube, das passiert jetzt nicht mehr. Ich bin auch sehr, sehr überladen. Hier runter, ne? Ah, das ist Pferd. Das ist das Lager. Wie spät ist es? Guck mal, es ist fast mittags. Der Kapron wird auch langsam da sein. Behaupte ich mal. Hoffen wir zumindest. Oh, das war ja dumm. Hat mir aber nicht doll wehgetan. Nö. Gut. Warten wir kurz bis 12. Stunde. Das kriegen wir hin. Stündchen zu warten. Nur einen kleinen Snack einverleiben hier. Ah, lecker. Schon Hunger von der ganzen Jagd. Nein, das ist kein Wild Food, wie die ganzen Spacken gerade essen und trinken. Ein einfacher Knoppers. Ich bin aber im Lager. So, warten wir auf ihn. Warte auf Herrn, was machen wir? Wir haben... Im Boden können wir sehen, wie viele Hasen wir haben. Wir haben ja nur Hasenfleisch, Hasenfleisch, Hasenfleisch. Na gut. Warten wir auf Herrn Hans. Hoffentlich kommt er. Nicht, dass ihn irgendjemand erwischt hat. Vielleicht ein Ganoven. Das glaube ich nicht. Warte auf Herrn Hans abgeschlossen. Das heißt, er ist jetzt irgendwo in der Umgebung. Da ist er. Mit seinen Hunden. Wie viele haben wir jetzt erlegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, reden wir mit ihm. Über die Jagd, Herr. Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Dankeschön. Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns 100 Groschen bekommen? Okay. So, wir müssen unsere Spezialisierungspunkte gleich mal verteilen, aber... Heinrich, mir nach. Wir gehen auf die Jagd. Okay. Machen wir. Bleib mal stehen. Gucken wir, was ist hier so. Unsere Spiele also. Wie ist denn da noch? Also, ich kann ja hier sehen, dass ich hier Kampf und Fertigkeiten habe. Was... Wie viel kann ich denn verteilen hier? Achso, für das Jagen gibt es dann einen Punkt. Kann ich den nur auf der Jagd verteilen oder kann ich den auch woanders verteilen? Trophäengeweihe? Beim Hundeflüster. Achso, das geht nicht. Okay. Das geht immer nur in den Bereichen. Okay, gucken wir mal. Was ist denn das? Du kannst erlegte das Geweih entfernen. Du kannst einigen Tieren die Zähne entfernen. Okay. Dann machen wir. Ich glaube, Geweihe. Geweihe sind cool. Klar. So, was gibt es denn noch irgendwas, was man machen kann? Nö. Schlüsselknacken, da müssen wir doch bestimmt besser werden. Kampf, genau, Verteidigung, was haben wir denn da? Perfekter Block. Gib mir die Info. Du hast gelernt, wie man den Angriff gegen einen verteidigungslogischen Block abwehrt. Den genauen Zeitpunkt zum Blocken erkennst du daran, dass ein grünes Schild in der Mitte des Sterns erscheint. Ein solcher perfekter Block verbraucht keine Ausdauer. Wenn du beim Durchführen eines perfekten Blocks auch die Angriffstaste drückst, holst du zum Gegenschlag auf. Okay. Voller Wucht. Dein Angriff zu blocken kostet deinen Gegner 15% mehr Ausdauer. Waffenbrecher? Wenn du einen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich weniger Schaden. Enorm an Wert. Okay.
Ich glaube, perfekter Block ist nicht schlecht. Perfekter Block haben wir ja schon gelernt, okay. Mit voller Wucht oder Waffenbrecher? Machen Waffenbrecher. Und mit dem Schwert, was können wir da machen? Stumpfer Schlag oder Zornhau? Was ist denn Zornhau? Abfolge, zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Pariere den Angriff des Gegners mit einem schnellen Zornhau aus der Ausgangsstellung Ochs heraus von deiner linken Schulter zur Seite und stoße die Schwertstelle direkt zur Brust des Gegners. Abfolge, zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Stich auf das Gesicht des Gegners ein, statt einen angedeuteten Angriff auf rechts durchzuführen. Sowohl, dreh anschließend deine Waffe um die deines Gegners und schlag schnell mit dem stumpfen Ende zu. Ah, nur das. Gut. Und hier bei den Werten haben wir noch was. Hauptstufe. Das Leben ist hart, das hatten wir schon. Duft, Nachtschwärme. Was heißt denn Nachtschwärme? Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Das ist natürlich blöd. Obwohl, nee, ist eigentlich ganz gut, ne? Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger verringert. Ich will aber eigentlich gar nicht ins Kerker rein. Bürger, das können wir nicht, okay. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken. Du stürzt dich irgendwie verhältnismäßig und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen und umgekehrt. Das ist gar nicht so schlecht, weil ich kann ja eigentlich nur in diesen Rotzdingern schlafen. Das lernen wir jetzt mal. Bam! Halt, da ist noch irgendwas. Ah, guck mal hier. Das war jetzt einfach nur... Mal kurz hoch. Habe schon lange nichts gemacht hier anscheinend, ne? Stärke. Bollwerk. Huckepack. Fest im Griff. Eng umschlossen. Wildschwein. Was ist denn Wildschwein? Du kannst die Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Die Auswirkungen sind stärker, wenn deine Rüstung schwerer ist. Okay. Mit viel Schwung kann ich auch nicht lernen. Okay. Leicht und bewusst zu tragen braucht keine Ausdauer. Zudem verlangsamt sich das Tragen nur halb so stark. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um 40% erhöht. Eng umschlossen, deine Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen mit der Waffe. Das ist doch gut. Agilität. Okay. Leichtfüßiger. Du kannst im Kampf zur Seite springen. Das haben wir gelernt, ne? Fliegengewicht. Wenn du fällst, erleidest du 30% weniger Schaden. Ja, dann machen wir das, ne? Dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst aber 20% weniger Ausbau und kannst somit länger spurten. Du spurtest 20% schneller, verbrauchst aber... Okay, nee, dann machen wir dickes Blut lieber. Und Redekunst. Ah. Deine Redekunst ist um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit Adligen und Wohlhabenden und Leuten hältst. Kann nicht mit der Spezialisierung von niedriger Geburt kombiniert werden. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, hast du eine letzte Chance, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Von niederer Geburt. Deine Redekunst wird um 3 Punkte, wenn du dich mit Gemein unterhältst. Die spezielle Hochgewöhnung ist damit allerdings gesperrt. Na, machen wir mal. Das ist, na wohl, machen wir Hochwohlgeboren zusammen. Gut. Oh, hier hätte man, hier haben wir noch nichts, ne? Okay. Gut. Haben wir das schon mal erhöht. So, dann wollen wir loslegen. Aber ich habe keine Pfeile mehr, junger Mann. Junger Herr. Na gut. Ich wollte mal rausziehen, gucken, was ich hier so habe zum Kämpfen. Gehen wir mal hinterher und gucken, was da vorbereitet hat für uns. Hund, Hund. Und auch Narbenheim heißen können, wie Hans und Franz oder Bolle und Knolle. Emma und Bixi. Emma ist auch so ein typischer Hundename für kleine Hunde oder für so Golden Retriever, oder? Oh, das ist die Emma. Guck mal, ist die nicht süß? Ist bei Hundenbesitzern sowieso so, ne? Also ich meine, egal was passiert, wenn der Hund mal zuschnappt, das hat er noch nie gemacht. Muss man fragen, beißt er unten? Nein, nein. Und dann greift man hin und dann beißt er zu. Das hat er noch nie gemacht. Nee, klar, das hat er nie gemacht. Du kannst die Spur, wenn du überladen bist. Ach so, wir müssen ein bisschen was loswerden. Das ist ein bisschen schnell für uns. Obwohl, wir kriegen ihn noch, ne? Nee, kriegen wir nicht. Pass auf. Wir müssen einmal was loswerden hier. Aber was, ist die Frage. Irgendwas, was hier richtig schwer ist.
Das wiegt 3. Dafür kriegt man aber richtig viel Kohle. Das haben wir aber auch an. Das 86. Wir müssen ja auch schon ganz schön viel loswerden, dann, ne? Ich finde es aber auch so schade, den. Versuchen nochmal hinterher zu kommen. Ist auch die Frage, wo er ganz hin will, ne? Aber er geht auch immer weiter. Wir müssen irgendwas loswerden. Wir sind echt zu langsam. Die wiegt nur 3. Das ist natürlich echt zu wenig. Das kann man trotzdem loswerden. Hier, pass auf. Das reicht noch nicht. Das Hasenfleisch, das wiegt ja fast gar nichts. Und davon können wir nicht viel loswerden. Aber hier, pass auf. Axt. Die Axt, so viel gibt die Axt ja auch nicht, aber dafür ist sie um 5 schwerer. So, dann noch irgendwas Kleineres loswerden. Dafür kriegen wir aber Kohle. Das ist irgendwie auch blöd, immer was rauszuwerfen, was Kohle gibt, ne? Die Schaufel. Alter, habe ich nichts mehr, was ich loswerden kann? Das nervt mich ja gerade grotesk viel. Den Knüppel vielleicht. Wir schmeißen den Bogen raus hier. Ja, weg damit. Ich muss hier ein bisschen sprinten und aufholen. Den verloren. Wir verlieren hier im Wald. Das ist natürlich echt ärgerlich. Na, du bleibst denn. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Sieh her. In der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust. Verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Folge Herrn Hans haben wir gemacht. Uiuiui. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Ja, siehst du? Verdammt bin ich gut. Schnauze! Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du. Scheiße! Ihm nach! Passt! Aufs Pferd, Heinrich! Diese Schweine kommt uns nicht! Ich soll mit aufs Pferd? Aufs Pferd vor allen Dingen. Na super, jetzt ist Herr Hans weg. Bringe das Wildschwein zur Strecke. Ja, ich. Geil. Wir haben gespeichert. Das wäre auch die perfekte. Ist auch die perfekte Zeit, um aufzuhören. Ich muss gucken. Genau, ist die perfekte Zeit, um aufzuhören. Denn wir spielen schon wieder 1,5 Stunden fast. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid alle gesund und kommt gut durch die Corona-Zeit. Und wir sehen uns dann. Ja.
in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.